So, und was jetzt? Ach ja, unser Godzilla-Verschnitt macht Ärger. Naja, gut, jetzt haben wir ja bessere Waffen. Jetzt können wir mal auf den Putz hauen. Wenn ich in die richtige Richtung gehen würde, heißt das? Genau hier lang. Na, hast du irgendwas gehört? Ach, der hat wieder seine Klischees. Und hey, was ist mit dir los? Oh, ja, die sind am Trainieren hier. Nee, nicht jetzt. Erstmal kämpfe ich gegen ein paar Monster und werde selbst ein bisschen stärker. Dann versuchen wir es nochmal. Ah, was macht ihr hier bitte? Das ist eine ganze Versammlung hier. Na, was ist los? Was ist los? Tut mir leid, aber ich dachte, heute wäre... Es ist nur das, heute ist ein unglücklicher Tag für mich. Was nennst du unglücklich? Tomei hat versucht, das Böse, den bösen Geist, der von Guras Tor kommt, auszutreiben. Sieht aus, als hätte er versagt. Oh ja, meine Kräfte sind außer Kontrolle geraten und ich habe versehentlich die Ruinen zerstört. Oh, ich kenne meine eigene Stärke nicht. Ah, ich muss über diese Ereignisse nachdenken, reflektieren. Es würde eine gute Parabel für andere in meinem Tempel machen, wenn ich fertig bin. Die Ruinen wurden zerstört? Dann war das Guras Geist, der versucht hatte, in die Welt zu entkommen. Muss es gewesen sein, dass die Dämonen klingen so... Hey, bitte, das ist ein Fremder. Erzähl doch noch nicht alles über deine Dämonen klingen. Vor allem, das könnte einer falsch verstehen. Dämonen klingen, verstanden? Ach ja, egal. Ich kontrolliere den Geist mit diesem speziellen Talisman. Aber wenn ich nur einen Augenblick nicht aufpasse, dann würde es sofort zerstört und der Geist von Gauda würde wieder in diese Welt gelangen. Ich frage mich, ob das wirklich möglich ist, einen bösen Geist zu kontrollieren. Ja, pass auf diesen Geist auf, Tomei. Während du das machst, werden wir die Ruinen wieder aufbauen. Wir müssten nämlich den Geist in den Ruinen nochmal wieder versiegeln, sobald wir fertig sind. Ah, aber was genau ist in diesen Ruinen versiegelt? Oh, eine beschworene Kreatur namens Godzilla. Das ist ein Geist, driven by pure malice. Bei purer Böshaftigkeit. Hey, Godzilla war nicht so schlimm, ja? Das ist ein Geist. Angetrieben für den Hass, bei dem Hass für die gesamte Welt und alles da drin. Na, streng genommen nur Tokio in Japan, aber hey, lass uns nicht streiten. Ich habe ihn unterschätzt, als ich versucht habe, ihn zu zerstören. Und als es mich angegriffen hat, ja, das hast du schon mal erzählt, jetzt wiederhole es nicht, ja. Selbst unsere Ritterin par excellence kann es inzwischen schon nacherzählen. Ja, und jetzt reden wir nochmal über den korruptiven Einfluss im Wald. Oh, und noch mehr Explosionen. Tja, was immer es ist nicht mein Fehler. Der böse Geist ist genau hier. Oh nein, was war das? Das hörte sich an wie Borgrim. Hörte, glaube ich auch. Was ist Borgrim? Oh, das ist ein großer, herumstreuender Summon-Pfingster-Dingster. Das lebt irgendwo im Wald am Fuße der Berge. Ich frage mich, ob irgendwas zu ihm passiert ist. Naja, wir kümmern uns hier um den Ruinenbau und so weiter. Du bist schließlich Handwerker, kein Maurer. Los, kümmere dich um Borgrim. Wir kümmern uns darum. Tja, sieht so aus, hätten wir keine Wahl. Entweder schwere Arbeit oder eine Waldwanderung. Jep, genau, ab in den Wald. Los, beeilt euch. Wir wollen nicht, dass so was Gigantisches wie Borgrim durchdreht. Ein Godzilla reicht schon. Jep. Wir wollen schließlich nicht, dass das hier zu einem Monsterfilm degeneriert. Okay, Aufgabe willkommen. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Oh nee, komm. Hey, Ariel. Geht's auch nach draußen? Wir können uns auch keine 5 Sekunden alleine bewegen. Die haben echt Angst gehabt, wir machen nicht, was sie wollen, ne? Uhu, ich bin auf dem Weg. Ich will mal sehen, ob's Borgrim gut geht nach der Explosion. Ja, wir gucken in der Windfestung mal nach. Oh, hey, du bist ja auch hier. Oh, aber ihr müsst es nicht machen, wenn ihr nicht direkt hier da durchgeht.
strengt euch nicht extra an für uns. Der Wald ist viel gefährlicher als normal. Also können wir denn nicht alleine hingehen. Noch einen Augenblick. Wollt ihr etwa, dass wir euch helfen? Nein, nein, sie fragen mich. Und du wirst tun, was ich dir sage, nicht wahr, Deiner? Oh, danke. Keine Angst, los. Wir müssen jetzt aber endlich mal los. Ja, wir müssen dieses Kettensägenschwert ausprobieren. Und gucken, ob die anderen Händler noch irgendwas haben. Wasser, Feuer, Wind. Die Einstiegswälder. Oh, und auch hier hat es Explosionen gegeben. Ja, ja, macht euch Sorgen um Borgrim. Komisch, dass das Schwert immer noch das Normale hat. Es wäre cool gewesen, wenn sie dafür extra eine Art Kettensägen-Variante hätten. Eisenerz, naja, das brauchen wir eigentlich nicht dringend. So, jetzt beamen wir uns mal in die Wasserfestung und gucken, ob wir da den Händler finden. So. Ich sag ja schon wieder so. Hey, du bist Händler, nicht? Yep, wir wollen irgendwas kaufen. Ach so. Dann kann er mal nützlich sein. Naja, so billig wie das Zeug ist. Hier kaufen wir mal lieber 3 Stück. So, das reicht jetzt aber auch mal. Ah, ich hab's schon wieder getan. Es war noch eine Händlergruppe in der Feuerfestung. Borgrim läuft ja nicht weg. Und schauen wir mal, was die Händler hier anzubieten haben. Hey, Grünwicht, was sagst du? Ach ja. Wie sieht's bei uns aus? Ja, ja, ja. Nö. So viele Waffen haben wir noch gar nicht, dass wir die irgendwo aufbewahren müssen. Außerdem können wir sie doch verkaufen. Wozu ist der eigentlich gut? Okay, na ja gut. Kaufen wir es. Was immer das ist. Aha, eine 3 Treffer. Ich frage mich, ob mein Kettensägenschwert das auch hat. Hey, das ist ja ein... Wow, das war ein Zufall, ey. Gibt uns auch noch so ein Ding. Dann können wir gleich eine neue Waffe schmieden. Aber wir haben ja schon unser Kettensägenschwert. Ich frage mich, ob wir eine Kettensägen-Axt kriegen. Die Windfestung. Genau, wir wollten ja hier mal gucken, wie es denen hier geht. So, wir besuchen euch mal hier. So. Ah, ja. Rocky und Kara haben sich Sorgen gemacht, aber allen scheint es okay zu gehen. Ich bin den ganzen Weg hier gegangen, nur um ihnen Gefallen zu tun. Sollten sie sich besser bei mir bedanken das nächste Mal. Yep, danke. Nicht du, die Kinder. Naja, die nächste Teil wir im Dorf. Dann geben wir ihnen die guten Nachrichten. Jupp, pfeif du. So, denen geht es eigentlich alle gut hier. Und es waren nur die 2. Problem gelöst. Problem gelöst, nehme ich an. Okay, jetzt schmieden wir noch eine letzte Runde. Aber das müsst ihr euch jetzt nicht antun. Beam! Ah, ich war wohl zu voreilig. Vor dem Schmieden müssen wir noch denen die Nachricht geben. Und leider dürfen wir nicht einfach vorbeigehen. Alles in Ordnung. Hey, ja, gut zu hören. Oh, danke, danke, danke. Oh, Kitty Badge, ein Geschenk. Yay, da ist sogar sie zufrieden. Gut, abgehakt, ne? Dann verschmieden wir mal, was wir hier in den Händen halten. Schmiedezeit. Schmiedezeit.
Ein Kraftwerk, Handwerksritter, der muss spielen können. Na ja, genau. Wir brauchen erstmal irgendwas. Ich würde ja versuchen, eine Kettensägen-Axt zu machen. Aber ich habe Angst, dass wir das dann kaputt machen. Andererseits... Ach ja. Machen wir mal die Sand Knuckles kaputt. Das ist ohnehin eine Waffe, die wir nicht benutzt haben und wahrscheinlich auch nicht benutzen werden. Machen wir mal die Diffusion Device. Gucken wir mal, ob wir daraus jetzt einen Kettenhandschuh oder sowas kriegen. Einmal anders. Bling, bling, bling. Gimmick Knuckles. Gut, stark. Und, naja, ein bisschen schneller. Gucken wir mal, ob das irgendwas bringt. Das Upgrade meine ich. Eisenerz. Tatsächlich, ein bisschen besser. Hauen wir das Zeug rein, ist eh sonst nutzlos. So, ein bisschen besser in der Verteidigung und Durchhaltevermögen. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Besser als der Vortex-Schwert zumindest. Aber den brauchen wir wegen der Reichweite. Und unser Kettenschwert ist immer noch besser, also... Naja, zumindest sind wir näher am nächsten rangekommen. Okay, Punkt 1. Und dann... Jetzt machen wir uns mal auf den Weg und gucken, was Borgrim macht. Ja, meine Reaktion, Blair. Meine Reaktion. So, weiter geht's. Wir sind auf der Suche nach Borgrim. Und wer weiß, vielleicht können wir sogar an ihm unser neues Kettenschwert ausprobieren. Das Einzige, was wir jetzt nämlich machen müssen, ist so schnell wie möglich rausrennen. Ach ja. Mal die Ruhe weg haben wir jetzt. Und dauert es doppelt so lang. Dann beamen wir uns jetzt mal weiter. Wo war der nochmal? Ah ja, ich glaube... irgendwo hier. Genau, auf in die Wasserfestung. Und dann hier rein. Half Recover. Ah ja. Oh, die Erdbeben werden richtig schlimm jetzt. Naja, wir müssen uns beeilen. Na, zumindest bin ich auf dem richtigen Weg. Ah, Monsterbesuch. Hey, gut, und wir haben einen Speer. Können wir gleich verhindern, dass das Viech uns was anhaben kann. Hey, das haben wir zur Abwechslung einfacher, aber dafür kriegen wir auch kein bisschen Erfahrung mehr. Dann sollten wir die Monster mal lieber nicht quälen. Hm, vielleicht geht's hier lang. Eine Karte hätte ich mir machen sollen. Ach komm. Ah, na gut, wenn ihr so leicht sterbt, dann macht es eigentlich keinen Sinn abzuhauen. Das dauert ja länger, als die zu verprügeln. Da lohnt sich auch nicht, meine Kettensäge an denen auszuprobieren. Die sind ja schwach wie was ganz Schwaches. Dann klettern wir hier runter. Und rennen wir hier durch. Also, das Wegrennen hat beinahe so lange gedauert, dass er mich noch eingeholt hätte. Und dann kommen schon die nächsten Selbstmörder. Auch bitte. Die Hälfte rennt selbst schon weg. Ah ne, da kommen sie schon wieder. Schließlich nicht Teil von der verrückten Suizid-Hotline hier. Sie sollen mich mal in Ruhe lassen und ich lasse sie in Ruhe. Ich glaube, es wäre besser, wir wären von der anderen Seite gekommen. Gut, die flüchten eh. Ein bisschen merken, dass wir auch abhauen wollen, dann kommen sie wieder zurück. Okay, Borgrim. Wo warst du nochmal? Ach ja. Wir müssen uns nicht mal abblocken. Die Verteidigung ist schon zu stark für sie.
So. Speer in den Rücken. Hey, irre ich mich oder sieht unser Speer jetzt fast so aus wie... Ah ja, genau, jetzt müssen wir hier. Autsch. Genau, Faust in Fresse, Bobby Boy. Tatsächlich, abgesehen davon, dass es ein Dreizack ist, statt einem Zweizack haben wir jetzt eine Klinge, die fast so aussieht wie das, was er da nach einem Sieg so fröhlich vorzeigt. Ha, komischer Zufall. Also der Schaft von dem Ding ist ein bisschen dünn, würde auch wie ein Bleistift brechen. Gut, dass die Waffen, die wir tatsächlich benutzen, besser sind als diese Kunstwerkwaffen, die uns davor gezeigt werden. Und oh ne, hier war noch ein Schatz. So gut, Borgrimjade, wo bist du? Uck. Ja, tut mir leid, ihr wart nicht schnell genug. Beim nächsten Selbstmordversuch seid ihr habt, ihr könntet eine neue Gelegenheit. Und jetzt mal wieder hier hoch. Und lass mich raten, das ist auch eine Sense. Ach komm, du stirb endlich. Ah. So, nervig bist weg. Und das Geld, das wir kriegen, ist ja bald mehr und wichtiger als die Erfahrungspunkte, die wir kriegen. Ah, hier haben wir schon alles abgeräumt. Borgrim war nicht hier. Ist im Weg. Ah, nee, lass mich hier in Ruhe, Mann. Das war aber auch hart in der Grenze. Die wären wahrscheinlich auch beinahe schneller gestorben, als ich weglaufen konnte. Gehen wir erstes Mal in die andere Richtung, wollte ich sagen. Aber jetzt müssen wir denen hier erstmal davonlaufen. Tut mir leid, wenn ihr stärker geworden wärt, dann könnte ich mich mal mit euch befassen, aber so. Ah, die Story, wir haben sie eingeholt. Borgrim, wie geht's ihm? Borgrim ist... Hey, er grinst. Borgrim, bitte beruhige dich. Oh no. Das ist genau das, was wir befürchtet haben. Oh, Ariel. Borgrim geht's schrecklich. Es ist, als würde er bei irgendeinem bösen Geist beherrscht werden. Du solltest ihm nicht zu nahe kommen. Borgrim kann sich nicht selbst beherrschen. Ah, das muss wegen Guras Geist sein. Hä? Vor einer kleinen Weile, da war so eine Art Unfall und Guras Geist schafft es für einen Moment zu entkommen. So, wenn Borgrim ist jetzt von ihm besessen, in diesem Moment, vielleicht, sollte eigentlich nicht möglich sein, wenn er wieder eingesperrt wurde. Aber hey, wir reden ja von Videospiellogik. Oh, wir müssen diesen bösen Geist wieder exorzieren. Was könnten wir tun? Tomai könnte ihn rauskriegen. Er behauptet ständig, dass er das Böse besiegen kann. Tomai. Können wir wirklich auf ihn zählen? Ich weiß nicht. Vielleicht solltet ihr Borgrim lieber mal Exorcist 2 gucken lassen. Das hilft ihm wahrscheinlich eher. Hey, und wer ist das? Oh, Gethalm. Oho. Das sieht so aus, als würde es jetzt hier interessant werden. Hey, dich haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Gethalm. Du bist nicht interessant. How dare you? Wie du wagst es. Na, wir werden mal sehen, wie interessant ich sein kann. Dieser Große, er scheint ein bisschen wütend zu sein. Mal gucken, was passiert, wenn ich ihn noch wütender mache. Oh, weia, jetzt beginnt die Scheiße zu dampfen. Haha, see you later, Kids. See you later, Alligator. Oh, dieser Knilch. Oh, oh. Wir müssen uns beeilen. Lasst uns abhauen. Hä? Wovon redest du? Klonk. Nina, nein! Was für eine Überraschung. Ja, beinahe hätte ich mich auch erschreckt, weil ich vergessen hatte, dass ein Geist war. Geht alles? Ah ja, du bist ein Geist, genau. Aber Gott sei Dank ist dir nichts passiert. Ach, sowas Blödsinniges wie ein runterfallender Felsen kann mich nicht erledigen. Ah, das ist ein Vorteil, wenn man keinen Körper hat, nehme ich an. Aber... selbst wenn wir diesen bösen Geist raustreiben können, wird es unmöglich sein, ihm nahe genug zu kommen, wenn er sich so benimmt. Vielleicht können wir ihn irgendwie beruhigen. Ja, wir brauchen jemanden, der groß und stark ist, um Borgrim unter Kontrolle zu halten. Ja, groß und stark.
Da sind nicht mal so viele Beschwörungskreaturen von Lorela, die das tun könnten. Wenn wir bloß diesen riesigen Roboter benutzen könnten. Welchen großen Roboter? Naja, da wo wir die erste Dämonenklinge gefunden haben, in dieser Fabrik, erinnerst du dich? Ah, dieser riesige Mechanoidensoldat. Ein großer, riesiger Mechanoidensoldat? Ja, Gabriel, genau das hat sie gesagt. Das funktioniert aber nicht. Wir haben uns das nicht genug angesehen. Gehen wir mal zurück und gucken, ob wir es reparieren können. Ah, wenn du es dir anguckst, dann wird es bloß noch mehr kaputt gehen. Ich weiß, dass ich schlecht mit Maschinen bin, aber du musst mir das nicht so unter die Nase reiben. Wir könnten Orion fragen, ob er sich das anguckt. Er könnte es reparieren. Okay. Und wir könnten Tomei gleichzeitig fragen, ob er den Geist austreiben kann. Gute Idee, danke, Deiner. Oh. Vielleicht könnten wir auch helfen. Nicht wahr, Xeride? Das ist korrekt. Ich glaube, wir könnten nützlich sein, irgendwie. Oh, natürlich, irgendwie. Orion wird nicht alles alleine machen können. Hey, was ist mit mir? Ha, du kannst Monster verprügeln. Naja, dann müssen wir wohl eure Hilfe akzeptieren. Gabriel Xeride, danke. Oh, bedank dich nicht, wir haben uns doch noch gar nichts getan. Ja, und jetzt will sie auch noch helfen. Gut, dass nicht noch drei Leute mehr sind, sonst würden die auch alle nacheinander ankommen und sagen, wir wollen helfen. Wie könnten wir helfen? Ich weiß wie. Oder muss ich die Hilfe wohl akzeptieren? Oh, come on. Gerd haben wir hier. Er muss irgendwas vorhaben. Naja, gut, und sie soll hier bleiben und aufpassen. Und Bruno. Den müssen wir jetzt auch suchen. Die suchen Bruno, genau gesagt. Und wir machen uns auf den Weg zum Dorf. Ah, oh Mann. Und das richtig Traurige von der ganzen Sache war, wir müssen ohnehin noch zwei von diesen blöden Schwertern finden und jetzt werden wir auch noch von diesem Riesenklotz aufgehalten. Ach, ja. Ich finde es ja toll, dass die Programmierer mit dem Riesenbaby noch irgendwas machen wollen, aber konnten die nicht eine bessere Methode finden als die ganze Suche, die wir jetzt eigentlich machen sollten, nochmal zu verlängern? Ah ja. Das ist Spieleentwicklung 101 hier. Ist euer Spiel zu kurz? Sorgt einfach dafür, dass jeder Dialog mindestens dreimal wiederholt wird und viermal so lang ist wie notwendig. Für Fortgeschrittene macht sicher, dass gerade dann, wenn der Spieler denkt, er ist auf gutem Weg, das Spiel zu schaffen, irgendwas Überraschendes passiert, was vollkommen sinnloserweise die Story nochmal um mindestens 3 Stunden verlängert. Ach ja, und für super Fortgeschrittene macht sicher, dass der Spieler Gebiete besuchen muss, wo er schon mal war. Genau, und je länger denn all die Zeit ich damit verbringe, herumzurennen und Monster zu verprügeln, geht auch nochmal extra drauf. Naja, und schon hat man wieder eine Stunde mehr gewonnen. Dabei, um Himmels Willen, hier gibt es so viele interessante Sachen wie die Sache mit dem Schmieden, aber stattdessen müssen wir hier rumtanzen und irgendwelche. Ja, na egal, wenigstens gibt es Sidequests. Die könnten es natürlich noch schlimmer machen. Ich bin sicher, es hätte einen besseren Weg geben müssen. Ja, ja. Irgendwie hast du auch noch nichts gemerkt hier. Ja, die sind immer noch froh, dass alles in Ordnung ist. Und wir wollten ja diesen Tomei-Knilch mal fragen, was Sache ist. Sind wir natürlich hier verkehrt. Dann müssen wir erstmal hier runter. Ja. Ach je. Irgendwann finde ich nochmal den richtigen Weg. Abwärts. Ach ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Wir müssen zu dem Tor. Da war ich hier natürlich total auf dem Holzweg. Ne, hier lang. Aus irgendeinem Grund geht es hier in der Mitte, danke. Na gut, dann können wir uns mal um das Viech hier kümmern, wenn wir schon mal da sind. Damit wir zumindest einen anspruchsvollen Kampf erleben. Hey, wie geht's dir? Okay. Angriff. Halt. Ah ja, Kettensäge.
Autsch. Autsch. Wow, aber das Schwert ist schnell. Oh Gott, bin ich langsam hier. Oh. Ah ja, aber damit können wir Schaden anrichten hier. Und unsere Verteidigungsstärke ist viel höher. Versuchen wir das mal nochmal hier mit Mark I. Oh ja, wow, ey. Das war dumm. Autsch. Gucken wir mal, was jetzt passiert hier. Ah ja, gut zu wissen. Oh, aber wir haben getroffen. Heilen wir mal. Okay, gut, der ist echt stärker geworden. Ah, aber wir besiegen ihn trotzdem. Gut. Also, Axt gegen Endbosse. Normale Gegner sollten nicht so stark sein. Da sollten wir zuschlagen können mit normalen Waffen. Ah ja, Pech gehabt. Die müssen wir natürlich noch reparieren und ausruhen am Ende wieder. Und ihr seid schön am Arbeiten hier, das ist gut. Ah ja, ja. Hey Ariel, wie geht's Borgrim? Ah ja, ich weiß, ich weiß. Tomei, los, du musst uns helfen. Ja, genau. Ah ja, aber leider kann er nicht mitkommen. Aber erst sobald die Ruinen fertig sind, dann geht's los. Oh, und wie geht's mit Jorin? Ja, ja, ja. Eigentlich würde es ausreichen, nur kurz zu zeigen. Und dann erzählte sie alles, was passiert war. Blende und weiter geht's mit dieser Szene hier. Aber nein, stattdessen müssen wir erstmal alles durchquatschen, einen nach dem anderen. Das ist das erste Mal, dass ich in dem Spiel es schlecht finde, wenn es zu realistisch ist. Ja, 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 Tatjana muss sich wie üblich einmischen. Also kommt sie wahrscheinlich auch mit, um zu helfen. Master Blair wird von Lynn versorgt, dann haben wir das jetzt auch abgemacht. Gut, haben wir alle losen Fäden miteinander verknüpft. Und jetzt müssen wir zu Bruno. So, die gehen dahin, der kümmert sich um Dingster Blair. Ah, gut. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Ich dachte, er wurde wieder eingefangen. Ah ja, genau. Du kümmerst dich um Blair. Und unsere widerwilligen Helfer sind unterwegs. Dann haben wir es ja fast geschafft. Ah ja, genau. Schnell unsere Waffen auf Maximalreparaturstatus bringen. Aber das müsst ihr euch heute nicht antun.